Was macht ein Robotiker? Professor Tamim Asfur im Gespräch. Als kleines Kind habe ich immer wieder so mein Spielzeug selber zusammengebaut aus Draht. Das heißt, so kleine Autos, die Räder haben, die mit Draht miteinander verbunden sind. Und ich habe mir immer gedacht, ja, das muss man eigentlich auch so machen können, dass es von alleine läuft, von alleine weiß, wo der Weg ist. Dann kam ich nach Deutschland und ich habe Elektrotechnik studiert. Und nach dem Studium habe ich auf der Suche nach einer Doktorarbeit mich für die Robotik entschieden. Was fasziniert Sie an humanoiden Robotern? Mein Traum oder Ziel ist tatsächlich, Systeme zu bauen, die dem Menschen näher sind, was Vielseitigkeit, Robustheit und Fähigkeit zum kontinuierlichen Lernen und Adaption an unterschiedlichen Umgebungen haben. Ich erhoffe mir von dieser Forschung in erster Linie mehr über den Menschen zu verstehen. Das heißt, wie funktioniert der Mensch eigentlich in seiner Motorik? Wie funktioniert die Informationsverarbeitung beim Menschen? Warum ist der Mensch so vielseitig, kann viele Aufgaben erledigen und vieles gleichzeitig? Und warum ist der Mensch eigentlich so hoch performant? Also wir können heutzutage noch nicht Systeme in der Größe des Menschen bauen, die die Performance, also von der Stärke, Geschwindigkeit, Präzision, aber auch Fähigkeit zur Adaption, Prädiktion haben wie der Mensch. Woher nehmen Sie die Inspiration für Ihre Arbeit? Ich habe mindestens zwei Quellen für Inspiration in meiner Arbeit. Auf der einen Seite ist es die Biologie, dass wir tatsächlich gucken, wie der Mensch aufgebaut ist, wie der Mensch funktioniert und versuchen, Systeme zu bauen, die die Vielseitigkeit und die Performance des Menschen nachbilden. Und die zweite Quelle ist tatsächlich Science-Fiction-Filme. Ja? Das heißt, wozu braucht man solche Systeme oder wie kann so ein System sein? Welche Aufgaben kann ein System leisten? Ich glaube schon, dass Science Fiction unheimlich oder dass die Regisseure oder die Romanschreiber sich unheimlich viel Gedanken machen, um Problemlösungen zu liefern. Aber bis man tatsächlich solche Systeme baut und die in der realen Welt funktionieren und nicht nur im Film, wird es noch eine lange, lange Weile dauern. Wie wird man Robotiker? Ich kam nach Deutschland, um Elektrotechnik zu studieren. Ich habe Deutsch zunächst mal gelernt und anschließend das Studienkolleg. Dann habe ich mein Elektrotechnikstudium hier in Karlsruhe beendet und mit Schwerpunkt auf Regelungs- und Steuerungssysteme. Und es hat mich begeistert natürlich, das Gebiet, und ich habe nach einem Fach gesucht, wo ich meine Kenntnisse, die ich gelernt habe im Studium, Maschinenbau, Elektrotechnik, Regelungssysteme, wo man tatsächlich dieses Wissen in integrierter Form testet, einsetzt und daran forscht. Und da war für mich die Robotik ein exzellentes Beispiel für die Interdisziplinarität, nicht nur von Maschinenbau und Elektrotechnik, Regelungstechnik, sondern auch, wo die Informatik maßgeblich beteiligt ist, wo man aber auch mehr über den Menschen versteht, das heißt mit Sportwissenschaftlern zum Beispiel arbeitet, um Bewegungsabläufe des Menschen zu verstehen und versuchen, diese Abläufe auf Roboter zu übertragen, speziell hier in meinem Fall auf humanoiden Roboter, um ein menschenähnliches Verhalten zu realisieren. Wie kann man sich den Alltag eines Robotikers vorstellen? Der Alltag eines Robotikers ist sehr spannend, und zwar durch die vielseitigen Aufgaben, die man macht, wenn man sich mit der Entwicklung, Programmierung von Robotern beschäftigt. Dazu gehört natürlich die Spezifikation von den Robotern, wenn man neue Roboter bauen will, beispielsweise. Das heißt, wie müssen die Gelenke spezifiziert werden, welche Antriebe, welche Recheneinheiten kommen ins Spiel, wie soll das Ganze integriert werden zu einem Gesamtsystem. Es sollen viele Komponenten getestet werden, von der Aktorik zur Sensorik, zur Bildverarbeitung, Sprachverarbeitung.
Und da wird es einem überhaupt nicht langweilig. Freuen Sie sich auf den ersten Roboter für den Haushalt? Ich kann es kaum erwarten eigentlich. Ich würde den Roboter liebend gerne heute als morgen mit nach Hause nehmen. Aber die Systeme, die sind noch nicht in dem Zustand, dass man das tatsächlich zu Hause einsetzen kann. Da müssen wir noch daran arbeiten, dass die Systeme noch vielseitiger werden, dass die Systeme performanter werden und dass die Systeme in der Lage sind, tatsächlich vom Menschen Tag und Nacht zu lernen.